So, auf zur nächsten Mission. Corn Dog, komischerweise nicht übersetzt. Das ist eine Mission, wo man zwei Tanks töten muss. Die sind natürlich hier markiert. Was so richtig doof ist an der Mission, ist eigentlich hier dieses Kornfeld. Denn sobald die reingelaufen sind, muss man eigentlich auch reinlaufen in das Feld, sonst sieht man sie A nicht und B kann man sie auch nicht attackieren. Also ich hatte das vor uns auch, dass einer von den Überlebenden im Feld stand und der andere aber nicht und er konnte aber aus seiner Position nicht angreifen, obwohl der eigentlich daneben stand und musste dann eigentlich einen riesen Umweg laufen und dort auch in das Feld reingehen und dann konnte er erst zuschlagen. Also das ist zu beachten. Was man auch beachten sollte, ist eigentlich, dass man die, meiner Meinung nach, die Beißer dann erst recht gar nicht in das Feld laufen lassen sollte. Und dahingehend habe ich mir jetzt die Taktik mit Mercer direkt hier vorgenommen, ihn halt direkt die zwei attackieren zu lassen. Also Yumiko nimmt den anderen. Und damit die direkt mal anzulocken. Das könnte man natürlich genauso mit Shiva machen, aber ich habe jetzt hier mal an der Stelle die Variante gewählt. Ist einfach jetzt auch schon dem geschuldet, weil wir jetzt hier auch schon Level 52 Tanks haben. So, dahingehend sollte der eine Tank jetzt schon mal fallen. Ich werde jetzt aber eher mal den anderen attackieren. So. Jetzt können wir den hier Tyrese direkt mal als Tischtennisschläger verwenden und direkt wieder in den Kreis ziehen lassen. So. Jetzt brennt er auch, sollte also auch direkt jetzt schon runterbrennen und pünktlich zum neuen Spawn ist der zweite dann auch vernichtet. Natürlich nur mit einem gut ausgebauten Mörser an der Stelle. Ja, so viel dazu. Das könnte natürlich im High Level dann auch zum Problem werden, wenn die Spawns dann nicht nach, ich glaube, 4 Runden kommen, sondern nach 2 Runden, dann hat man dort natürlich dann schon andere Probleme. Aber ich habe ja jetzt noch nicht mal die Cookies aktiviert an der Stelle. Ja, das wäre die Mission Kund. Und jetzt können wir uns auch noch mal anschauen, wo die Spawns kommen. Die müssten jetzt direkt vor der Nase spawnen. Also auch relativ schwierig, dort die zu handeln dann. Ja, das wär's. Ciao.